Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Herzlich willkommen zur ersten deutschen vierten Isabel Nolte Show! Okay, die Stimmung ist schon mal gut. Ich merke das sofort. Bei euch genauso wie bei mir. Ich schütte mir jetzt erstmal ein Weinchen ein, weil ich dachte, wir müssen heute sowohl feiern als auch ein bisschen traurig sein. Weil es vorbei ist. Oh. Ja. Okay, interessant. Ja, ich bin tatsächlich, wisst ihr, direkt eine Frage beantwortet von mir. Ich bin Rotweintrinker und trinke am liebsten trockenen Rotwein. Also, cheers auf uns alle. Es ist vorbei mit The Voice of Germany von mich. No! Ja, wundervoll. Ich habe sogar noch was Süßes hier stehen für den Fall, dass wir es gleich gar nicht mehr ertragen. Also, bevor ich mit euren Fragen starte, erstmal kurz von mir. Namaste, es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die tolle Zeit, die ich gehabt habe. Und ich habe das am Donnerstag geguckt und klar, ich fand es schon schade. Es wurde natürlich sehr viel wieder gekürzt und so. Ist nicht in meinem Auftritt, aber in der Kritik der Jury, das ist ja immer so. Hätte ich mir das ein oder andere gewünscht, werde ich gleich nochmal darauf eingehen, was so gesagt wurde. Aber in erster Instanz bin ich total zufrieden. Und dann würde ich euch eigentlich ganz gerne, bevor ich hier mit den Fragen starte, ein bisschen was erzählen über die Zeit bei den Sing-Offs. Ja, die Sing-Offs. Also folgendermaßen muss man erstmal vorneweg sagen, die Stimmung allgemein bei uns allen war während der Sing-Offs einfach tausendmal angespannter als in der Battle-Phase davor. So dieses gemeinsame Musik machen war irgendwie auch so ein bisschen locker und so, auch wenn man natürlich mit den Eigenarten der anderen Leute dann klarkommen muss oder seines Battle-Partners. Jetzt in der Sing-Off-Phase gab es dieses One-on-One-Ding ja nicht mehr. Und dementsprechend war jeder auch so ein bisschen mit sich und seinen Sorgen allein und auf sich gestellt. Ja, und bei mir ging es tatsächlich schon los mit der Liedwahl. Ich kriegte dann kurz bevor wir nach Berlin mussten Bescheid, dass es der Song Dein ist mein ganzes Herz geworden ist. Und den Song habe ich tatsächlich angegeben, habe ich ja schon mal erzählt. Bei den Blinds mussten wir so eine Liste abgeben mit Songs. Das sollten dann einmal Songs sein, die wir gerne singen können oder gerne singen wollen und einmal Songs aus den letzten 7, 6 Jahren, sowas um den Dreh, 5 Jahren. Genau, und so ist bei mir auch 110 in diese Liste reingekommen, was ja der Battlesong dann geworden ist. Und Dein ist mein ganzes Herz stand auch drauf, weil ich mir gedacht habe, die wollen mich ja auf Deutsch und dann gehe ich auch diesen deutschen Weg. Und das ist ein Song, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und den ich nicht singen kann, ohne ihn zu 100% zu fühlen. Und am allerliebsten lasse ich das Publikum auch nochmal mitsingen und habe echt so ein, wo alle so singen, dein ist mein ganzes Herz. Ja, aber das konnte ich jetzt natürlich nicht machen. Das wäre sonst vielleicht noch ein ganz cooler Act gewesen. Aber dadurch, dass ja durch die Corona-Regeln nicht so viele Leute drin singen dürfen, wäre das nicht gegangen. Leider. Ja, ich habe den Song gekriegt und war erstmal so, oh, das ist ja von meiner Liste. Und aus irgendeinem Grund war ich halt zu Tode enttäuscht, weil ich mir total gewünscht hätte, dass Steff und Yvonne für mich, das stört mich hier irgendwie gerade, warte mal. So, besser. Dass Steff und Yvonne für mich einen Song aussuchen, weil ich so gedacht habe, okay, Nico hat 110 gewählt, zwar von meiner Liste, aber der hat ja auch irgendwie sich was dabei gedacht. Und ich hätte halt super gerne gewusst, was Steff und Yvonne für mich aussuchen, wenn sie hätten wählen dürfen. Überhaupt so dieses, was würden andere Leute für einen wählen, das fände ich total spannend. Und deshalb wollte ich auch tatsächlich als heutige Frage an euch mal stellen, wenn ihr meine Coaches wärt, was hättet ihr euch denn für einen Song überlegt für mich, für die Sing-Offs? Bin ich sehr gespannt, was eure Reaktionen sein werden. Dann habe ich mich aber mit dem Song arrangiert. Ich habe auch noch die Möglichkeit bekommen, noch einen anderen Song zu wählen. Aber dann dachte ich, naja gut, jetzt einen anderen selber wählen. Ich wollte ja dann die einen für mich wählen. Dann war mir das auch egal. Und dann habe ich mich mit dem Song natürlich arrangiert und habe erst so gedacht, oh, da habe ich ja gar keine Herausforderungen. Und dann habe ich ja gemerkt, die wollen aber, dass ich diese Lina Marley-Version mache. Und ich bin ein großer Fan von Lina Marley. Ich finde die ganz, ganz toll. Habe auch ein Cover von ihr auf meinem YouTube-Channel stehen. Von nie genug.
Und ich finde sie wirklich hervorragend, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, okay, wir können doch jetzt nicht einfach die Version von ihr mopsen. So konnten wir anscheinend doch. Die Lina ist mir Gott sei Dank nicht böse, zumindest hat sie nichts Derweitiges gesagt, aber sie hat mir heute kurz geschrieben, dass sie es gehört hat und es ihr gefallen hat. Und übrigens noch News zum Battle, nochmal schnell zwischendurch. Auch wenn Lea das nirgendwo gepostet hat oder so, aber sie hat es sich anscheinend angehört, das hatte Nico mir geschrieben und es hat ihr sehr gefallen. Und ich war echt so, so, zurück zu Lina Marley und Heinz-Rudolf Kunze, die ja die großen Inspiratoren für die Sing-Offs bei mir waren. Was auch sehr geholfen hat, war das Guest-Coaching. Wir hatten ja als Gastcoach Clouseau und, oh Gott, ich wäre fast geschmolzen. Ich habe den gesehen und dachte, Scheiße, wie soll ich denn jetzt mit dem Coaching machen? Der ist übercute einfach nur. Naja, egal, ich habe mich zusammengerissen. Und Clouseau hat mir erzählt, dass seine Eltern diesen Song früher schon immer zu Hause gespielt haben und dass er den auch total gerne mag, aber jetzt auch von meiner Version sehr überrascht war und die sehr cool fand. Und das hat mich natürlich total gefreut. Ja, und der hat mir irgendwie eine gewisse Ruhe gegeben und der hat mir auch jedes Wort geglaubt, hat er gesagt. Und was Steff gesagt hat, war halt auch super. Steff hat gesagt, mach einfach mal einen Punkt. Ne? Das hat man ja im Fernsehen auch gesehen, den Teil. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Und wir hatten ja dann noch so diese extra Vocal Coachings, ne, die man nicht im Fernsehen sieht, aber Steff ja auch nochmal dabei. Und da hatte sie noch gesagt, dass ich ein bisschen zu deutlich artikuliere eigentlich. Das ist so ein bisschen, es macht so ein bisschen altmodisch. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Ich habe nämlich immer diese Stelle in der zweiten Strophe mit dem Probieren und Kapieren sehr, sehr deutlich ausgesprochen. Und dann habe ich angefangen, okay, wenn ich jetzt aber probieren und kapieren, singen, ist es eigentlich irgendwie souliger und nicer und so. Und das fand ich dann selber auch ganz cool und habe mich dafür entschieden, das so zu machen und ihren Rat da anzunehmen. Ja, überhaupt war es so, wir hatten das Guest-Coaching separat. Also ich hatte ja noch meinen Dreh mit Mark Forster für Seat und deshalb war ich für den Guest-Coach-Dreh ziemlich lange in Berlin und habe da irgendwie noch mal 8 Tage oder so verbracht. Die anderen waren alle eigentlich nur 3 Tage da, also einen Tag Anreise, einen Tag Dreh, einen Tag Abreise. Ja, und wir waren alle super geflasht, dass es Clouseau war. Wir waren ja schon sicher, dass es keine internationalen Stars sind, aber für mich hätte es halt nicht besser sein können. Ich feiere die Nationalen sowieso viel mehr und deshalb. Ja, war sehr, sehr cool. Leider super kurz und wir konnten auch irgendwie, durften unser Handy nicht mit reinnehmen zum Dreh, voll schade und konnten dann kein Selfie oder so mit Clouseau machen. Ja, also wenn ihr Lust habt, irgendwie mal einen Screenshot zu machen oder so von meinem Dreh mit Clouseau, dann wäre ich euch sehr dankbar. Ich habe leider kein Foto, wo wir beide drauf sind. Cheers. Ja, er hat ja in der Ausstrahlung gesagt, dass er sich gerne noch mehr von mir anhören würde. Ich hoffe, dass er das Cover, was ich von ihm gemacht habe, noch sieht oder vielleicht mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut. Und das wäre auch echt so ein Künstler, mit dem ich unfassbar gerne singe. Was mir aber auch total geholfen hat in der Vorbereitung war, dass Steff Heinz-Rudolf Kunze angerufen hat. Das hat man jetzt nicht im Fernsehen gesehen, das hat auch nicht mit mir zusammen stattgefunden, sondern das hat sie offstage, so, ja, keine Ahnung, das hat sie halt privat gemacht. Und Heinz Rudolf hat wohl zu ihr gesagt, dass er das immer total feiert, wenn jemand diesen Song performt. Und für mich ist der Song auch ein bisschen ironisch, also so ein ansatzweise ironischer Ton mit drin bei diesen ganzen, was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben? Betrachten die sich denn als Staaten? Das ist so ein. Ja, ey, Leute, ich muss mich da selber angucken. Ne? Ich muss mir dann meine eigene Nase fassen, dass, wenn Leute in einer Beziehung landen, dass es häufig nur noch diese Menschen im Doppelpack gibt. Und ich bin da ganz, ganz gefährdet. Und ja, dann kam der Tag des Sing-Offs. Ich habe davor noch viel geprobt. Und was für mich eigentlich das aller ausschlaggebendste war, waren die Side-Coaches. Die Katrin Scheer und der Alex Freund. Und Katrin hat mir mit dem Gesang nochmal geholfen und hat mir dann nochmal ein bisschen Raum gegeben. Die hat mir immer gesagt, super Tipp, ich soll mir vorstellen, dass ich an einer Blume rieche und dann geht es ja alles so auf und dann kann man halt so, dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Es geht halt auf und das ist mega geil, das hat sie. Hat sie echt richtig gut gemacht. Und der Alex, das ist ein super Producer, der hat zum Beispiel mit Dimmi zusammen auch dieses und ich wünschte, du könntest das sehen.
Das hat er mit ihr geschrieben. Und der ist echt mega. Das ist so ein besonderer Mensch. Der hat mir ganz viel probiert, Haltung reinzubringen. Und wenn ich mich auf der Bühne stehen sehe, denke ich wieder, oh Gott, Alex, es tut mir so leid. Ich stehe schon wieder so, ich stehe mal so, wie so eine Schildkröte, so den Kopf nach vorne. Naja, ich muss daran noch arbeiten, aber der Alex hat mir da voll geholfen und der hat mir den allerbesten Tipp gegeben von allen. Und zwar hat er bei der heißen Probe, bei der Generalprobe zu mir gesagt, wenn du hier reinkommst, dann guck dich einfach mal in Ruhe um. Nimm einfach mal den Raum auf, so realisiert, wo du stehst und wo du bist und wer da noch ist und dann fühlst du dich vielleicht auch wieder zu Hause so. Und ich bin immer auf die Bühne gekommen im Battle und auch in den Blinds. Nein, im Blinds nicht ganz, und im Blinds war ich ja voll in meiner eigenen Welt. Aber im Battle bin ich halt echt so rausgekommen, so, hallo, shiny, happy people. Und wollte halt voll auch präsent sein und so. Und habe aber gar nicht mehr so in mich reingehört. Und deshalb bin ich mit meiner Battle-Performance auch so super unzufrieden. Weil es einfach nicht so gut war wie in den Proben. Ja! Und mit diesem Tipp konnte ich dann die meiner Meinung nach und von meinem Gefühl her beste Performance von mir selber bei The Voice abliefern. Ich bin da richtig stolz drauf. Die kann ich mir gut anhören. Ich bin sehr, sehr perfektionistisch und kritisch und habe schnell viel auszusetzen. Und ich kann mir die Blind und vor allem das Battle nicht so gut anhören und gucken. Auch wenn ich in der Blind das Gefühl fühle, aber ich höre halt auch die Unsauberkeiten. Und hier habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie, bin ich voll über mich selbst hinausgewachsen. Also, dass mir das so an einem Stück so live gelungen ist, ich weiß nicht, das rührt mich irgendwie fast selber so ein bisschen, weil ich da wirklich was geschafft habe, von dem ich nicht gedacht habe, dass ich es schaffen kann. Und jetzt, um mal auf die Kritik der Judges, der Coaches da zurückzukommen, das war so krass. Also was halt nicht im Fernsehen zu sehen war, war, dass der Mark Forster bei meinem Battle nicht ganz so begeistert war. Aber hier hat er halt gesagt, auch wenn da kein Stuhl frei wäre, für diese Performance würde ich dir direkt einen geben. Und das war halt echt so, oh, und Samu hat gesagt, diese Show heißt The Voice und du hast The Voice. Und er hat auch wieder ganz viel Nettes gesagt über meine Erscheinung und wie beautiful ich ausgesehen habe und so. Das ging halt alles runter wie Butter und es ist so unfassbar schade, dass man das nicht mehr sehen kann. Man kann sich das halt nicht nochmal angucken. Ne? Ich kriege ja diese Aufnahmen nicht. Ich kriege ja, oder ich kann ja auch nur das gucken, was im TV ist. Und ja, das ist natürlich super, super schade, weil das wäre echt so. Das würde ich gerne nochmal sehen. Und von Steff wurde ja auch alles rausgeschnitten. Steff hat so krasse Sachen noch gesagt, dass ich so meine Ruhe wiedergefunden habe. Und ich kann halt echt nur Props geben an die beiden, auch im Nachhinein. Die haben sich noch mehrfach gemeldet und mir irgendwie liebe Worte mitgegeben. Und das sind so große Künstler, die ich schon so lange kenne, ne? Und dass die sich dann die Zeit nehmen, das bedeutet mir halt total viel. Dann bin ich auf den Stuhl oben gekommen und ich wusste sehr genau, dass ich nicht weiterkomme. Das war für mich von vornherein klar. Ich habe das Steff auch angemerkt im Coaching, dass die so war, so, ach Mensch. Und die war die ganze Zeit schon in so einem, ach Mensch, ich weiß sowieso, wir müssen uns jetzt wieder von dir trennen, Modus. Aber ich wusste das. Ich wusste, dass ich in diesem Team keine Chance habe und egal, was ich gemacht hätte. Und ich habe ja auch nicht den Vorlauf gehabt, den die anderen Kandidaten hatten. Die konnten die beiden schon kennenlernen. Ich nicht. Yvonne war leider krank während der Sing-Off-Phase und es war bis zum Ende noch fraglich, ob sie dabei sein kann. Sie war bei den Proben nicht mehr dabei. Sie war auch beim Vocal Coaching dann nicht dabei. Und deshalb habe ich sie eigentlich nur beim Clouseau-Coaching-Dreh gesprochen. Und ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, sie noch mehr zu sprechen, weil ich so viel noch mit ihr, so viele Fragen noch an sie gehabt hätte. Aber das war halt einfach nicht drin. Und ich finde echt Chapeau, dass sie da gesessen hat. Und trotz Schniefnase das da irgendwie durchgezogen hat. Sie war übrigens getestet, ne, bevor das jemand fragt. Sie hatte kein Corona. Ja, und als es dann vorbei war, habe ich da, ich habe so kurz noch gezweifelt. Ich dachte eigentlich, ich fliege direkt wieder runter vom Stuhl. Und weil ich aber es so gut fand und mich so gut fand tatsächlich, habe ich gedacht, naja, vielleicht bleibe ich doch noch mal kurz hier. Ich meine, Max war auch super gut, Manuel war auch super gut. Ich würde sagen, wir waren alle drei irgendwie gut und man hätte es jetzt so oder so machen können. Ach, das Schönste war für mich so, wie auch Max und Manuel reagiert haben. Ich glaube, da war ich ganz rührselig. Als ich hochgekommen bin zu Max, hat Max gesagt, boah,
dir jedes Wort geglaubt. Und das hat mir so gut getan und ich war noch so am Suchen mit, was mache ich nochmal mit diesem Mikro? Weißt du, man macht vorher diese Hotseat-Probe und spricht alles durch und trotzdem war ich verwirrt, was ich mit meinem Mikro machen muss, wie immer. Und was halt auch noch besonders rührend war, war, das hat man auch nicht gesehen, leider. Ach, der Manuel hat, als er meinen Hotseat gekriegt hat, noch so eine berührende Rede gehalten auf der Bühne. Darüber, wie heftig das ist, wie man hier zusammenwächst und so. Und auch, dass ich ihm so geholfen habe mit seinen Ängsten und mit seinen Unsicherheiten. Und das wurde halt rausgeschnitten, war halt einfach zu viel. Ich meine, wir hätten uns, glaube ich, alle gewünscht, dass die Sing-Offs einfach pro Team ausgestrahlt werden. Dann wäre Platz gewesen für solche Dinge. Aber für mich ist das ja das Wichtigste, dass Manuel es gesagt hat und nicht, dass es die Welt gesehen hat. Ey, die Leute da, die sind mir richtig krass ans Herz gewachsen. Und das war auch der einzige Grund, warum ich am Ende geweint habe. Weil ich wusste, ich sehe jetzt halt die Leute von der Produktion nicht mehr und sehe auch die anderen nicht mehr so regelmäßig. Und das war ja klar letztendlich. Wir wussten das ja alle, dass das weniger werden würde. Schon alleine, weil es ein Riesengemetzel war, weil aus 44 8 gemacht wurden. So, wenn man mich halt Schulte mitrechnet, 10, aber das ist halt krass. Und, aber ich finde halt, dass alle Leute, die es jetzt letztendlich geschafft haben, das habt ihr jetzt ja noch nicht gesehen, aber dass die es halt mega verdient haben. Und genauso hätten es noch zig andere auch total verdient. Es ist voll okay so und ich habe noch so guten Kontakt. Und bei Team Nico stehen ja jetzt die Halbfinalisten schon fest. Und der Nico ist natürlich ein ganz toller Sänger und mein Herz schlägt halt besonders für Johnny Left, also für Jonas und Mael. Die haben halt einfach das Herz am rechten Fleck. Bei denen gönne ich das so. Das sind Vollblutmusiker vom tiefsten Herzen und ich würde es denen auch wahnsinnig gönnen, wenn die die Show gewinnen. Ja, und deshalb ist es alles gut und ich komme jetzt mal. Oh, dein